Die ersten warmen Tage liegen bereits hinter uns und somit auch die ersten Grillpartys. Mit den Feiertagen im Mai kommt der Kombination aus Grill, Holzkohle und leckeren Fleisch- und Wurstwaren eine ganz besondere Bedeutung zu. Viel Spaß dabei und jetzt noch einige Tipps, wie Ihre Grillparty zu einem besonderen Ereignis wird. Für den Gaumen und auch für die Augen. Alle Sinne werden bedient, wenn Fleischermeister Markus Kramp allmorgendlich mit frischen Zutaten und eigener Rezeptur seine frischen Wurst- und Fleischwaren produziert. Gerade steht die Herstellung frischer Bratwurst an, die wenig später über die Theke des Familienunternehmens im Herzen von St. Goar gehen wird. Der Betrieb kann auf eine über 100-jährige Geschichte zurückschauen und beschäftigt heute 12 Mitarbeiter, darunter 4 Handwerksmeister. Was unter ihren Händen entsteht, ist keine Massenware, sondern kommt aus einer rein handwerklichen Produktion, bei der jede Zutat kontrolliert ist, jeder Arbeitsgang von den Handwerkern selbst durchgeführt und so überwacht wird. Die Zutaten der feinen Bratwurst sind Fleisch und Speck von Tieren aus heimischer Haltung, Eis und eine geheime Gewürzmischung. Das alles wird gekuttert, also zerkleinert und anschließend im Naturdarm zu einer gut 8 Meter langen Bratwurst geformt. Auch hier ist alles reine Handarbeit, sitzt jeder Griff. Täglich gehen durch diese Hände fast 100 Meter Bratwurst, die in den Filialen St. Goar und Boppard verkauft werden. Doch Fleischermeister Markus Kramp bringt sich nicht nur hier beruflich ein, sondern ist außerdem Obermeister der Innung, ein Fulltime-Job. Gerade in den Sommermonaten, wenn naturgemäß mehr Feiern anstehen, viel Arbeit für den Handwerksmeister. Wenn keine Feste sind, werden wir also in der Woche ca. 600 bis 700 Bratwurst machen. Sind Grillfeste, geht es dann schon in 1000, 2 oder 3, je nachdem, welches Fest ansteht. Zu den Festen bringen die Fleischer vom Rhein dann natürlich keine 8 Meter Bratwurst mit. Ebenfalls in Handarbeit und mit Augenmaß werden die Würste auf eine normale Länge gebracht. Anschließend geht es für die vielen Bratwürste am Stück zum Brühvorgang, nach dessen Ende ein Abschreckvorgang wartet, dann das Abtropfen. Fertig ist die Wurst, die dann von der Theke ihre letzte Reise antritt und vielleicht als Gaumenschmaus auf einem Grill landet, der vielleicht hier seine Geburtsstunde erlebte. Das Neuwieder-Unternehmen Metall 201 hat sich auf die Verbindung von Funktionalität und Gestaltung im Metallbau spezialisiert. Die beiden Inhaber Thomas Micho und Klaus Hummerich legen dabei Wert auf die Fertigung aus einer Hand, von der Idee eines Objektes, seine Gestaltung und natürlich die gesamte Herstellung. Und auch hier gilt, alles ist reine Handarbeit, so wie hier beim Biegen der Edelstahlträger, an denen später in gut 2 Metern Höhe die Grillschale abgehängt wird. Bei der Fertigung verlässt sich Klaus Hummerich auf seine Erfahrung und einen geübten Blick. Maßwerkzeuge für diesen Biegevorgang? Fehlanzeige. Die Idee, handwerklich, gestalterisch und bei der Materialauswahl hochwertige Grills herzustellen, erklärt Klaus Hummerich so. Es ist für uns wichtig, individuelle Grills zu produzieren und damit, denke ich, sprechen wir auch einen Großteil unserer Kundschaft an. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt und hat natürlich seinen Preis. Man erreicht nicht jede Käuferschicht damit, aber im Großen und Ganzen verkaufen wir diese Teile sehr gut. Die in einem Materialmix aus Edelstahl und dem schnell auf der Oberfläche rostenden Stahl Quartänen hergestellt werden, der hier für die weitere Verarbeitung gereinigt wird. Anschließend werden die Edelstahlträger auf dem Quartänenstandfuß verschweißt. Auch das ist ein Bearbeitungsvorgang, bei dem es auf handwerkliche Geschicklichkeit, Erfahrung und Augenmaß ankommt. Und weil bekanntermaßen das Auge mit ist, sind die Neuwieder Grills wahre Hingucker. Was auf ihnen zubereitet wird, ist selber kulinarische Spitzenklasse. Um kulinarische Leckereien und deren erstklassige handwerkliche Herstellung geht es auch hier bei der Meisterprüfung der Fleischer. Neben mir arbeitet sich Stefan Unger durch die Prüfung und ich möchte trotz Prüfungsstress ganz kurz von Ihnen wissen, wie sieht Ihre Prüfungsaufgabe aus und was planen Sie beruflich mit dem Meisterbrief in der Tasche? Ja, also eine Prüfungsaufgabe ist zum Beispiel die Herstellung von einer Rohwurst wie eine klassische Salami oder eine Fleischwurst, die eine klassische Brühwurst ist, ist eine Prüfungsaufgabe. Nach der Meisterprüfung möchte ich weiter in meinem Geschäft arbeiten und versuche hier so mein Geschäft auszubauen ein bisschen. Vielen Dank und toi 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 Ihnen. Und bei uns in der Sendung geht es weiter mit der Grillparty, bei der nun die Leistungen der Metallbauer und der Fleischer zusammenkommen. Obermeister Markus Kramp greift am handgefertigten Grill zum Grillwerkzeug und bereitet seine Spezialitäten zu. Für den Profi,
Ein wahres Vergnügen, denn der Unterbau sieht nicht nur gut aus, er funktioniert auch erstklassig und gibt eine gute, gleichmäßige Hitze ab. Doch nicht nur Grill, Fleisch und Wurst sind verantwortlich für den Erfolg dieser Zubereitung. Auch die Holzkohle trägt ihren Teil dazu bei. Natürlich gibt es bei der Holzkohle auch Qualitätsunterschiede, wie überall bei allem. Und da sollte man doch schon nicht das Billigste vom Billigsten nehmen, sondern ein schönes Buchenholz, was dementsprechend die Hitze auch lange hält. Also ich esse ganz gern hier solche Feuerfacheln oder hier solche Grillrippen. Ja, das ist eine wirklich feine Sache, kräftig im Geschmack und immer wieder gut. Verrät der Fleischermeister seine Favoriten beim regelmäßigen Grillen im Familienkreis. Sollten Sie nun auch Appetit aufs Grillen bekommen haben, eine Übersicht zu Fleischern aus Ihrer Region finden Sie im Internet unter hwk-koblenz.de. Unter dem Menüpunkt Handwerkersuche gelangen Sie direkt zu einer Übersicht, die für das Fleischerhandwerk 453 Treffer zeigt. Für jeden ist also etwas dabei. Dies gilt sicherlich auch für das Angebot der Fleischer. Viel Spaß beim Grillen!